Liebe Leute, hier sind wir wieder mit einem weiteren Part von Super Mario 3D World mit uns beiden. Jo. Gina. Und einmal Corinato. Genau. Wir wiederholen nochmal die ersten drei Welten, weil wir mit den Aufnahmen nicht zufrieden soundtechnisch waren. Und auch so einfach nicht zufrieden waren und euch aber bei diesem Abfallpart nicht geben wollten. Und deswegen machen wir einfach mal die drei Welten nochmal von vorne. Es sollte ja auch nicht langweilen. Und jetzt wollen wir gerade freuen mit Luigi. Und wir werden von Bomben gemobbt. Und von Geistern. Und ich habe eine Bombe. Nicht bewegen. Achtung. Schnappt ihr mal das Ding hier? Schnappt ihr den Puschel? Das da? Ja. Okay, das ist so Zeug, das kriegen wir nur mit den Bomben. Oh. Die Bombe war's. Oh, ich hab's weggekickt. Nein, ich hab's. Ach, das kann man doch kaputt machen, die Dinger. Dann brauchen wir länger. Und ich habe Wege geschaffen. Siehst du? Lol, was ist das für ein Move? Den kann ich ja gar nicht kennen. Was machst du da? Drück A. Drück A. Oder C, wie es war. Habe ich gemacht, aber hat nicht geklappt. Schau mal den Move an. Siehst du? Ich wollte. Guck dir das mal an. Uiuiui. Oder gab es irgendwo was? So geheime Dinger? Oh, vielleicht gibt es da noch was. Toll, Bomben gibt es hier. Achtung. Ich brauch dich hier oben. Bombs Array. Komm mal. Ich brauch dich hier oben. Ich komme. Hi. Oh. Achtung, Rabauken. Ich hab die geklappt gemacht. Ist immer so böse. Au. Stampft da kriegt man die. Lol, wo bin ich denn da rein? Achso, du bist es gewesen. Ich bin schon reingegangen, also, deswegen. Was bin ich denn bitte da reingesprungen? Geronimo. Ich hab die Münzen gesammelt. Bomben umsonst. Aber warte mal, das da. Achtung. Was machen wir? Oh, da gibt's. Scheiße, Fantasie. Gauichi, Gauichi. Ah, ich bin tot, ja, aber ich hab kein Leben mehr. Okay, musst du allein machen. Oder du sammelst noch 49 Münzen. Dann sammle ich mal fleißig weiter. Ah, okay, das Ziel war, du musst diese Schlüssel da einsammeln. Ich glaube, da unten drunter ist einer versteckt. Pow! Pow! So, wo? Da, an der Bombe. Dieser Block da. Nein, das ist ein Bomb-Gefäß. Aber da unten ist einer. Oder? Ja, da ist einer. Aber ich glaube, du musst nach oben gehen. Du kannst auch eins machen, bevor du das machst, weil sonst verbaust du dir das Ganze. Mach dir eine Leiter. Einmal da hoch, einmal da. Und da oben, ja! Gut. So, und ich glaube, du kriegst das noch höher, wenn du die ganze Zeit Stampfattacke machst. Oder du gehst einfach. Achtung. Da rechts. Da? Ja. Ich sehe was, da ist ein Schatten. Das ist eine Münze, glaube ich. Nein, könnte das aber auch Schatten. Das sein, ja. Ja, da musst du den Wandsprung machen. Das links nach rechts, ja. Den hatten wir ja schon, den Stern, aber der müsste ja nicht sein, der. Du weißt, dass du auf einen fast rennen kannst? Ja, aber ich will jetzt nicht rennen. Ach, 9 Münzen, dann bin ich wieder. Was ist das wohl für ein Geheimwelt? Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Wo? Das
langsam erstmal die Blitze. Hab ich schon. Mach mal die Dinger da unten kaputt. Nein, mach sie nicht kaputt. Nee, die nicht. Rechts, 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 rechts. Die sind alle auf einen Haufen. Ich glaube, ich weiß wo. Da unten drunter. Hier? Nein, 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 bloß nicht. Das da aber, das da. Ah, oh, da hat mich platt gemacht. Das da, weißt du, da unten ist es, da unten ist es. Mach's kaputt. Oder so. Ah, oh, okay. Alles klar. Komm da bitte wieder raus, bevor die Bombe da runterkommt. Boah, ist ja viel. Ich hab gedacht, du rennst in den Abgrund. So, ich renne ans Ziel. Aha. Ah, oh, nee, das kann man ja anders machen. So. Jetzt muss ich beeilen, sonst ist es wieder weg. Hoch. Okay. Du kannst mit der. Wenn du in der Luft bist und machst diesen Angriff, kannst du noch mal länger in der Luft bleiben. Okay, egal. Jetzt bin ich auf jeden Fall im Ziel. Egal, ich hab's geschafft. Check. Ich war tot. Ja. Er war tot. Luigi war tot. Aber darf jetzt er gleich wieder mitmachen. Go, Luigi. Yay, da ist er wieder. Fünf Leben. Fünf Leben. In New Super Mario Bros. U wurde es ja einem angerechnet als extra Anlauf. Genau. Patrick hat davon, glaube ich, gefühlt 23 gehabt. War viel, ja? Ich fünf. Okay, jetzt ist es wieder der schwere Part. Geht dann mal. Ich denke, weil das so ist. Das ist eine Münze. So, die muss ich mal mitnehmen. Da. Da war der Stern, den wir vorhin auch hatten. Achtung, nicht runterfallen. Ja, ich will nicht runterfallen, ne? Nein, ich habe gedacht, die kann man kaputt machen, aber geht nicht. Ich gehe in die Mitte einfach. Ich lauf mit, das ist besser. So. Ich lauf einfach mit. Ah, scheiße, das hat mich doch erwischt. Lukas, geh weg. Gehen wir runter, spielen wir den kannst du durchrennen. Okay, das ist jetzt schwer. Das war klar, dass es mir passiert. Aber ich hätte es mir einfach machen können mit dem. Mit dem Rohr. Den Pilz? Pilz. Alles. Habt ihr es gesehen? Ganz knapp. Alles irgendwie ausgewichen. Das Problem ist, man kann die Sprunghöhe nicht so einschätzen aus der Perspektive. Ja, das stimmt. Aus dieser Vogelperspektive. Geld. Hauptsache, die haben das Super Mario Galaxy Theme hier im Hintergrund. Oh, das ist geil, die Verfügung. Geh du die andere Seite? Wow! Einmal um den Feuerball gerannt. Oh, okay. Fuck, ich will dich nicht werfen. Ja, bloß nicht, ich sag's das. Das ist blöd, ah, du hast mich auch gerade. Das Blöde ist, beim Rennen hebt man einen hoch, aus Versehen. Ich weiß. Das ist halt das Blöde. Und dann? Die mies, die stören irgendwie. Die irritieren einen. Warte. Oh, oh fuck. Bleib am Leben, Schatzi. Bleib am Leben. Das hatte ich eigentlich vor. Hast du von der Biber-Bumse-Biene getötet? Böse Biene. Ich bin eine Biene. Wir starten von da. Also, es gibt ja keinen Checkpoint bis jetzt. Wir hatten jetzt noch keinen Checkpoint gehabt. Gibt's da überhaupt einen im Level? Ich glaube nicht. Schön. Er ist jetzt wieder rutschig. Schatzi. Oh. Danke. Sorry. 15 Bumerang dagegen, wo ich gerade durchrenne. Sorry. Das war keine Absicht. Autsch! Oh. Danach mache ich die Geister aus, die verwirren. Das packen wir. Ist niemand dabei? Warte. Lukas und Lukas nerven.
ich weiß nicht warum. Ey, scheiße! War keine gute Idee, da reinzurutschen. Ich wollte nicht rein. Ich wollte nicht reinrutschen. Mit C. Hab ich ja. Ich wollte nicht reinrutschen, aber es bin versehentlich. Oh, Entschuldigung. Wo bin ich denn? Da. Aber ich bin versehentlich da drauf gekommen. Boomerang ist echt eine coole Seite. Boomerang ist gut. So, was ist denn? Kann ich die Feuerbälle? Ja, ich kann die Feuerbälle abwehren. Boden. Versuch mal die Boden. Versuch mal die Pflanzen abzuknallen. Ja, viel Spaß. Pflanze 1. Schmeiß mich nicht runter. Scheiße, jetzt bin ich klein. Hast du mich gerade runtergeschmissen? Ich verstehe das nicht. Warum kann ich dich hochwerfen, wenn ich... Ich verstehe es nicht. Du hast mich runtergeschmissen. Ich hab das gedrückt, um zu feuern, aber dann... Das ist echt blöd gemacht, warum man damit gleich einen hochhebt. Dann sei vorsichtig mit dem Heben. So, ich bin auch vorsichtig. Kann ich dich damit auch hochheben? Natürlich kann man auch. Ich verstehe es nicht. Jetzt hilf mich bitte nicht hoch. Ich will aber... Das ist blöd. Weil ich will ja die Pflanzen abschießen. Ich weiß. Aber ich kann nicht, weil ich dich sonst hochheben würde. Toll, wie läuft das bei 4 Spielern anders? Nicht den blauen Knopf betätigen. Ja, manchmal passiert es halt, wenn du anfangen willst zu rennen, dann schießt dir automatisch den Boomerang. Mhm. Und die Mies irritieren wirklich. Bin ich jetzt gleich da. Mein Gott, scheiß Lukas. Lukas, hau ab. Zwei Lukas. Ja. Da kann ihm kein Lukas was dafür. Ach, du bist Scheiße. Allein. Scheiße. Warum nehme ich nie den Rohr? Nein. Warum? Warum rutsche ich aus? Und ich schalte jetzt die scheiß Mies aus. Geh mir auf den Sack. Nochmal, weil es so schön war. Weil es so ein schönes Level ist. Vorhin haben wir es so schnell geschafft. Geister, bitte ausschalten. Vorhin bei der Fehlaufnahme haben wir es so schnell geschafft. Ja. Und jetzt nicht. Warum wohl? Kann ich die ausschalten? Muss ich woanders ausschalten? Oder kann ich das hier ausmachen? Nee. Nee, dann machen wir es nachher. Vielleicht haben wir es. Martin. Die stören. Die Mäßig stören richtig. Weil das verwirrt mich, dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Ich meine, da steht zwar ein Name oben drauf, aber trotzdem achte ich eher auf Gewusel. Das ist ein komplettes Durcheinander. Na, jetzt kannst du dir vorstellen, wie es aussieht, wenn du ungefähr 4 Spieler da hast. Ich muss erst stehen bleiben und gucken, wo ich bin, weil diese Lukas an dem Weg sind. Scheiße! Oh, Entschuldigung, Schatzi. Ich kann nichts sehen. Scheiße. Lukas, hau ab! Ich hab keinen Boomerang mehr. Ich auch nicht. Ein Boomerang. Das sind die Röhre. Oh, die Röhre, die verpasse ich nicht. Nein! Den Boomerang. So verwirrend. Ja. Yeah. Mein Stern, wenn man die Viecher tötet. Münzen. Wo bist du? Ach, heb dich aus Versehen hoch. Spring mal. Gut, du kannst überhaupt mit vorne runterspringen. Ja, deswegen verwirrt es mich. Das verwirrt mich, weil ich denke mir noch so, ich sehe da zwei Leute rumwuseln, aber irgendwie vermisse ich dich. Ah, scheiß Feuerball! Bleib fern. Das ist voll verwirrend. Ich bin voll verwirrt. Gerade den Boomerang gehabt, schon wieder weg. Er hat mir so geholfen.
Oh, nein. Das ist so blöd. Warum wirfst du mich runter? Weil ich gerade abschießen wollte, die Viecher, und dann springst du zu mir. Geh ein Stück weg von mir. Weil der so viel Platz ist. Dieser Lukas nervt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Apokalypsenbiene. Ui. Die Biene drauf gesprungen. Da bleiben wir ganz weit weg von Lukas. Ich warte nicht mehr. Lukas, ja, endlich. Ziel. Ziel. Achtung, Lukas rennt zu uns. Ich will weg. Ziel. Kein Bock mehr auf Lukas gehabt. Selbst der Countdown hat keinen Bock mehr gehabt. Der Countdown hat abgesagt. Hat auch keinen Bock mehr gehabt hier. Nee, die nächste Welt machen wir dann gleich wieder im nächsten Part. Alle dann, Leute. Bis gleich. Bis gleich.